Klappe zu. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Ich sage jetzt noch ein paar Worte zu unserer Einsatzstelle. Ich war im Löwenstein Rehabilitation Center in Ra'anana. Das ist ziemlich genau in der Mitte von Israel, 20 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Und dieses Reha-Zentrum kann man sich so vorstellen wie ein großes Krankenhaus mit sehr viel physiotherapeutischer Behandlung und Ergotherapie. Die Freiwilligen werden dort unterschiedlich eingesetzt. Die männlichen Freiwilligen werden unterstützen die Physiotherapeuten bei ihrer Arbeit. Man kann zum Beispiel auf der Kinderstation eingesetzt werden und dann dort Patienten umheben oder kleinere Übungen mit denen machen. Oder wie ich auf der Intensive Care Unit. Dort sind Menschen rehabilitiert worden, die schwere Kopfverletzungen hatten. Und auch da ist es, das war am Anfang auch, wie schon gesagt wurde, eine schwere Erfahrung, weil man muss sich etwas dran gewöhnen, aber mit der Zeit war es echt cool, wenn man gesehen hat, dass die Leute jeden Tag einen kleinen Fortschritt gemacht haben. Aber im Löwenstein gibt es ja nicht nur männliche Freiwillige, sondern auch weibliche. Wir beide haben für die 6. Station gearbeitet. Das bedeutet, dort waren Menschen untergebracht, die Verletzungen an der Wirbelsäule hatten. Und wir beide haben dann den Patienten die Zeit für die Physiotherapie gesagt. Und für die Ergotherapie und die eben unterstützt, wenn die Hilfe gebraucht haben, um zu den Behandlungen zu kommen. Was wir für uns gemerkt haben, war, dass es sich echt angeboten hat, zusammenzuarbeiten. Wir waren dauerhaft am Telefonieren, haben gefragt, weißt du, wo die Person ist, kannst du mir helfen, die Person runterzubringen, weil es manchmal zu bestimmten Uhrzeiten echt voll werden kann und ein bisschen stressig. Und es macht auch mehr Spaß, wenn man da zu zweit einfach ist.